Auf der fünften Etappe der Tour de Suisse von Nidau nach Sieders trägt der Belgier Van Springel noch das Goldtrikot. In den letzten Kilometern vor der Etappenankunft im Mittelwallis suchen einige Ausreißer das Weite. Dem Spanier San Miguel ist der Etappensieg nicht zu nehmen, aber Louis Pfenninger ist in der ersten Verfolgergruppe, gewinnt über eine Minute auf Van Springel und wird plötzlich Favorit. Im goldenen Leader-Trikot fällt Pfenninger der Aufstieg zum Simplonplatz plötzlich leicht. Der frühere Toursieger Hans Junkermann versucht einen großen Coup im Alleingang. Auf der Simplonhöhe hat er 10 Minuten Vorsprung, die er bis 60 Kilometer vor dem Ziel weiter ausbaut. Der kritische Punkt der Etappe erwartet die Fahrer erst später auf dem italienischen Teil der Strecke. Hinter Domodossola, auf einem schlechten Passstück über dem Centovalli, setzt es Reifenpfannen am laufenden Band ab. Auf den letzten Kilometern vor Bellinzona ist Rolf Maurer der Stärkste. Im Gesamtklassement bleibt Pfenninger Erster vor Van Springel. Die siebente Etappe über den San Bernardino nach Graubünden zeigt Robert Hagmann fast auf ihrer ganzen Länge in einem eindrucksvollen Alleingang. Das schlechte Wetter scheint ihm zu behagen. Die kleine Verfolgergruppe mit Pfenninger holt Hagmann erst nach langer Abfahrtsjagd ein, wird aber von unserem gegenwärtig besten Bergfahrer in der letzten Steigung nach Lenzerheide mit Leichtigkeit wieder abgehängt. Nach seinem Etappensieg hat Hagmann nur noch 3 Minuten Rückstand auf das Goldtrikot. In der achten Etappe meldet der als Bergspezialist bekannte Spanier Aurelio González schon im Aufstieg nach Flims und dem Oberalp seine Ansprüche an. Auf der Passhöhe beträgt sein Vorsprung 9 Minuten. Während der Spanier auf seiner Solofahrt überall großen Beifall einheimst, ist das weit abgeschlagene Feld zu keiner Verfolgungsaktion zu haben. Pfenninger, Van Springel und Hagmann überwachen sich gegenseitig. Im Übrigen wollen sie sich für das Zeitfahren der Schlussetappe rechtzeitig schonen. Auf den letzten 42 Kilometern nach Oerlikon geht es allein gegen die Uhr. Robert Hagmann hat alles auf diese Karte gesetzt. Er will 2 Minuten und 9 Sekunden schneller als Pfenninger fahren, um doch noch den Toursieg an sich zu reißen. Aber der Bedrohte fährt auch gut und verliert nur 1,5 Minuten auf seinen großen Rivalen. Hagmann muss sich mit dem Etappensieg begnügen. Der Gesamtsieg fällt verdient an den besten Taktiker des Rennens, Louis Pfenninger.